Der beste Zeitpunkt, eine Katze zu kastrieren, ist meiner Ansicht nach, bevor sie rollig wird, wenn wir jetzt von der Kätzchen reden. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten, es gibt fast zu allem unterschiedliche Ansichten, aber also tatsächlich, es entsteht der Katze meines Erachtens durch die erlebte Rolligkeit kein Vorteil. Die Rolligkeit ist für die Katze, ohne dass sie dann gedeckt wird, kein freudiges Erlebnis, was manche immer glauben. Und ich glaube auch nicht, dass es zur körperlichen Reife irgendwie beiträgt. Also ich würde eine Katze, bevor sie rollig wird, kastrieren. Konkret bedeutet das irgendwann so mit 5, 6 Monaten, dann ist man auf jeden Fall vernünftig dran. Da ist sie längst ausgewachsen, also von der Narkose her auch kein Problem. Bei den Katern ist es so, Kater, die kastriert worden sind, entwickeln nicht mehr dieses typische Katerbild, also dass die so breite Backen kriegen und also einen ganz typischen Katerschädel haben, der eben ganz beeindruckend aussieht. Das heißt, wenn ich das haben möchte, muss ich die Kastration möglichst lange rauszögern. Das erkaufe ich mir aber mit dem Risiko, dass er, wenn er in die Geschlechtsreife kommt, auch entsprechend sein Revier markiert. Die riechen ganz anders und sie fangen an, ihr Revier zu markieren, indem die so waagrecht an die Wand hinpinkeln oder ans Bücherregal oder weiß der Henker wohin. Und das ist nicht schön. Das stinkt fürchterlich. Und spätestens dann sollte man also loslegen zu kastrieren. Es ist aber nicht gesagt, dass es deswegen dann wieder aufhört. Unter Umständen hat sich der Kater daran gewöhnt und dann hat man den und dann ist das Zusammenleben wirklich schwierig. Also konkret, wenn man den nicht jetzt irgendwie spezifisch katermäßig haben möchte, dann würde ich ihn auch ungefähr mit 6 Monaten kastrieren. Dann gibt es noch einige Rassen, die Spätentwickler sind, dann kann man das nach hinten rausschieben. Also Maine Coon Kater und Katzen kann man etwas später kastrieren, aber in der Regel ungefähr mit einem halben Jahr.